Wir begrüßen euch recht herzlich zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Kürzlich schrieb uns jemand: Der Herr hat uns ein kostenloses Upgrade geschickt. Wir hatten als Mietauto einen Passat gebucht und kriegen einen Mercedes-Kombi. Gott ist immer für Überraschungen gut. Lass dich nicht entmutigen. Ja, genau, lass dich nicht entmutigen. Wir wollen wieder Hoffnung bringen. Hoffnung um 12 heute für dich. Kennst du die Stimme, die deinen Namen kennt? Lass uns dein Gebetsanliegen wissen. Wir beten gerne für dich. Auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Kennst du die Stimme, die deinen Namen kennt? Ja, wer kennt deinen Namen? Zum Beispiel deine Mutter, dein Vater, vielleicht Menschen um dich herum. Aber es gibt einen, der kennt deinen Namen, dein Schöpfer. Lasst uns in Hebräer 13, Vers 16 lesen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst zu mir. Du gehörst zu mir. Ist das nicht was, das, was unser Herr sagt? Habe dich mit deinem Namen gerufen. Er hat nicht gesagt, liebe Christen, liebe Menschen auf der Erde, sondern habe dich mit deinem Namen gerufen. Und Gott möchte nicht nur, dass wir hören, sondern wir sollen auch zu ihm reden. Und umgedreht auch. Es soll ein Dialog stattfinden, ein Reden und ein Hören. Kennst du seine Stimme? In der heutigen Zeit, wo die Medien so vieles erzählen und du hörst dorthin, hörst dahin und der meint es gut und jeder meint es nur gut mit dir, nur ist nicht alles gut, was die Leute meinen. Ich sage dir, kennst du die Stimme deines Herrn? Wenn du sagst, ja, wie soll ich denn? Ja, am Sonntags, wenn der Pastor redet. Ich sage dir, du brauchst eine private Audienz beim Herrn. Du musst die Stimme des Herrn kennen, wenn er zu dir redet, in den Träumen, in irgendwelchen Situationen. Du musst seine Liebe, sein Reden hören. Ich rate dir, tu wirklich Ausschau halten, zu lernen, besser die Stimme Gottes aus all dem anderen heraus zu hören. Danke, Herr. Herr, dass wir da üben dürfen. Herr, deine Stimme richtig zu hören, Herr. Herr, nicht nur in der Kirche, nicht nur in den Gebetszeiten, sondern Herr, wenn wir unterwegs sind oder wo wir sind, ich danke dir dafür. Herr, du sagst, deine Schafe hören deine Stimme und das ist für jeden. Ich danke dir. Amen. Amen. Und viele Gebetsanliegen haben wir wieder bekommen. Aber zuerst möchten wir beten für die Anliegen. Und bei diesem Gebetsanliegen geht es um einen Hausverkauf und einen neuen Hauskauf. Liebe Geschwister im Missionswerk, wir sind dabei, mein Elternhaus zu verkaufen. Wir hoffen und beten, dass die jungen Leute, die sich für unser Haus interessieren, es auch finanzieren können. Wir suchen in der Nähe unserer Kinder ein neues Haus, haben aber bisher nichts finden können. Bitte helft uns beten. Dem Herrn ist nichts unmöglich. Herzlichen Dank im Voraus. Und das ist wahr, dem Herrn ist nichts unmöglich. Und Jesus, wir danken dir, dass du auch da eine Lösung hast für dieses Problem und dass das Haus verkauft wird und dass auch die richtigen Käufer gefunden werden, die es finanzieren können. Danke, Jesus, auch für deinen neuen Hauskauf in der Nähe der Kinder. Auch da hast du einen Platz für dieses Ehepaar. Danke, Jesus, dass du wunderbare Türen auftust, wo sie jetzt noch keine sehen. Aber du hast eine Lösung und du hast wirklich auch einen Platz für sie. Wir danken dir, dass dieser ganze Verkauf und Ankauf in deinen Händen ist und dass du das Beste draus machst. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und eine Frau schreibt uns dieses Gebetsanliegen für ihren Vater und für sich. Bitte beten Sie für meinen Vater und für mich. Er hat schwere Arthrose, leichte Demenz und hatte einen Herzinfarkt. Ich bin seine Tochter und durch diese Belastung bin ich mittlerweile körperlich und psychisch so geschwächt, dass ich extreme Schlafstörungen habe, die mit plötzlichen starken Kopf- und Herzbeschwerden einhergehen. Und ich Angst habe, dass ich einen Zusammenbruch erleide. Ich danke Gott und Ihnen für die Hilfe.
Ja, Jesus, und wir danken dir für deine Hilfe, so wie diese Frau geschrieben hat. Du bist ein Gott, der hilft, und du siehst auch diese beiden Menschen. Den Vater, der so krank ist, der mit dem Herz hat und mit Arthrose und Demenz, und wir danken dir einfach, dass du eingreifst, dass du diesen Vater berührst und dass du ihn wirklich wieder aufrichtest und Heilung schenkst. Danke, Jesus. Und auch die Tochter, die ihn pflegt, danke, dass du sie erfüllst mit neuer Kraft. Danke, dass sie wirklich neue Kraft hat und auch wieder ja Mut und Zuversicht und Freude. Und wir danken dir einfach für neue Kraft und Erfüllung für sie, dass sie auch da drüber sieht über den ganzen Berg, der vor ihr steht. Danke, Jesus. Du bist ein Gott, der eingreift und ein Gott, der hilft. Und wir danken dir, dass du da wirklich eingreifst und da das Beste auch für sie hast. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und wenn du Gebetshilfe brauchst, dann lass es uns wissen. Wir beten gerne für dich. Die Infos sind eingeblendet. Und eine Frau bittet um Gebet wegen Schwindel. Sie schreibt: Hallo, ich leide seit einigen Wochen an starkem Schwindel. Danke fürs Gebet. Ja, danke, Herr, dass wir zu dir kommen dürfen. Herr, danke, Herr, dass du auch dieser Frau begegnest. Herr, dass Herr, das Schwindel, das ganze Gleichgewichtszentrum, Herr, wieder so funktioniert, wie es funktionieren soll, dass die Nervenbahnen wieder ihren vollen Durchgang haben und richtig funktionieren. Ich danke dir dafür. Wir rufen die Normalität hinein, Herr, in die ganzen Nerven, in den ganzen, die ganzen Ohren, das ganze Hörsystem, Herr, dass der Schwindel verschwindet. In Jesu Namen. Amen. Amen. Und eine Frau schreibt für ihren Schwager: Mein Schwager hat einen schweren Unfall erlitten. Viele Knochenbrüche von oben bis unten. Er hat noch überall Schmerzen und alles ist geschwollen. Wir bitten um volle Heilung, dass die Schmerzen wegbleiben und er wieder gut gehen kann und sich zu Gott bekehrt. Ja, Herr, du hörst den Hilferuf, und Herr, wir wollen es an dich weiterleiten, Herr, dass wieder alles richtig gut zusammenwächst, und Herr, alles, was verletzt wurde, Herr, dass es gut zusammenwächst und richtig gut wieder funktioniert, dass keine Schäden bleiben, und Herr, dass auch dieser Mann erlebt, Herr, dass du lebst, dass du echt bist, und Herr, dass es Freude macht, mit dir unterwegs zu sein. Danke, Herr. Amen. Amen. Menschen erleben Gottes Eingreifen, und es ist immer wunderbar, wie vielfältig diese Zeugnisse immer wieder sind. Und Gott erhört Gebet, auch wenn wir unsere Lage einmal selbst verschuldet haben. Da schreibt uns jemand: Vor der Gebetsnacht baten wir um Gebetsunterstützung für unseren Sohn, der selbst verschuldet seinen Arbeitsplatz verloren hatte. Seit Mai hat er wieder eine Anstellung in der Nähe bekommen. Bei unserem Herrn ist nichts unmöglich. Ihm sei Lob, Dank und Ehre. Vielen Dank für eure Gebete. Ja, das ist wirklich wunderbar. Und bei Gott ist alles möglich. Und eine Frau schreibt uns, was sie erlebt hat. Vor einigen Monaten bat ich um Gebet. Ich hatte ein Fremdkörpergefühl im Hals, Schluckbeschwerden und Schwellungen. Nahrungsmittel sammelten sich. Man stellte ein Zenker-Divertikel fest. Seit gut 4 Wochen ging die Schwellung zurück. Vor ein paar Tagen konnte man in der Klinik keine Auffälligkeiten mehr feststellen. Wie wunderbar. Ängste und Verzweiflung sind verschwunden, schreibt diese Frau. Das vergangene Halbjahr war für mich ungeheuer schwer. Danke für eure Briefe und Gebete. Inzwischen haben sich meine Ängste und die Verzweiflung aufgelöst. Mein Gesundheitszustand stabilisiert sich langsam. Gott sei Dank, Jesus hat mich durchgetragen. Und er trägt auch dich durch deine Schwierigkeiten. Eine Heilung, schreibt jemand von einem Einsatz von uns in Nürnberg. Hallo meine Lieben, danke für eure Gebete. Möchte euch hiermit meine Heilung von Migräne und Angstzuständen mitteilen. War in Nürnberg bei euch. Gerne möchte ich das bezeugen. Herzlichen Dank für eure Gebete. Ein neues Leben beginnt. Und das ist doch herrlich, wenn man so etwas sagen kann. Ein neues Leben beginnt. Ja, wie wunderbar. Ein neues Leben beginnt.
da sagt so viele, sagen so viele jetzt, ja, warum nicht bei mir? Aber hast du etwas erlebt? Nicht vielleicht auf diese Weise was anderes? Lass es uns wissen. Wir würden es gerne, gerne weitergeben und weitersagen. Ja, Gott hören. Ich rate immer wieder, und das ist so wichtig, über es. Nimm dir ein Stück Zeit und bete zu Gott, und dann sei auch mal still und höre. Sag zum Herrn, sprich zu mir. Und er möchte zu deinem Herzen sprechen. Das ist wichtig, dass wir das üben oder, wie soll ich sagen, registrieren, dass wir wirklich hören können. Denn Gott möchte zu dir persönlich reden. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen. Wir beten gerne für dich. Und heute auch am Telefon bis 13 Uhr. Und wenn du eine Ermutigung brauchst, jeden Montag gibt es die Ermutigung der Woche. Du kannst sie kostenlos abonnieren. Schön, dass du dabei warst. Und für heute verabschieden wir uns. Alles Gute dir und bis bald. Der Herr segne dich. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.